Und das ist also jetzt der große Schlager, auf den die über 9000 Zuschauer hier in der Halle gewartet haben. Da zeigt Schiedsrichter Schüttengruber gleich Rachimov noch einmal. Und es droht eine 2 Minuten Strafe nach dieser Attacke an Marasek. Und bei Rapid ist heute erstmals einer dabei, der diese Atmosphäre erstmals auf dem Parkett erlebt, nämlich Karsten Janka. Da ist er die Idealfigur für die Halle, bringt er nicht gerade mit, aber lassen wir uns überraschen. Vielleicht kann er uns alle hier eines Besseren belehren. Hierauf Rachimov, Backholt und Michael Konsel. Er und Franz Wohlfahrt, bisher die überzeugendsten Torhüter in der Halle. Auch das ist ein Duell, ein pikanter Zweikampf bei diesem Derby zwischen Rapid und Austria. Herab! Da schien schon alles den Torschrei auf den Lippen zu haben. Herab war bereits vorbei, hatte Wohlfahrt überspielt. Schauen wir uns das hier noch einmal an. Glänzend gemacht und irgendwie bringt er dann den Ball doch nicht im Tor unter. Dann noch dieser leichte Stoß von Belaic. Spiel geht weiter. Rapid gestern sensationell gegen den Favoriten AC verloren. Das letzte Spiel des Tages. Umso mehr gilt es heute für die Hütteldorfer, verlieren verboten. Beide Teams halten im Augenblick bei 6 Punkten, aber Rapid hat ein Spiel mehr ausgetragen. Ogris, Zechner, Pfeffer, noch einmal Pfeffer und 1:0 für die Austria. Glück gehabt, der Anton Pfeffer, aber 1:0 für die Austria. Der Pass von Ogris, Zechner gestolpert, damit ideal aufgelegt für Pfeffer, der erste Schuss und dann der Kopfball zum 1:0. Noch einmal der Schuss, die Abwehr und der Kopfball zum 1:0. Flögel. Ernst Dokupil hat seine Kämpfergarde gegen die Techniker der Austria aufgeboten, gegen Packhult, Flögel und Rachimov. Flögel. Foul von Hatz. Im Vorjahr hat Rapid 2x5:1 gegen die Austria gewonnen. Rachimov bei diesem Freistoß an die Stange. Nachschuss. Janka. Bewegt sich aber viel geschmeidiger, als man es eigentlich erwartet hatte. Noch einmal dieser Freistoß von Rachimov, ganz knapp neben der Stange an die Bande. Spielintensität nimmt von Minute zu Minute zu. Etwas weniger als 5 Minuten noch. Austria führt 1:0 durch dieses Tor von Pfeffer. Ogris. Zechner, Schöttl, sehr routiniert gemacht, noch immer Schöttl, Lederer und mit der Ferse der Ausgleich von Soran Barisic. 1:1. Okay.
Sehr schönes Tor von Zoran Barisic. 1:1. Hier der Pass von Lederer und dann mit der Ferse. Sehr schönes Tor für Rapid zum 1:1. Belaic. Bakolt. Hat ja mit Michael Konsel in einer Mannschaft bei Rapid gespielt. Und Konsel hat geahnt, wie er diesen Schuss antrat. Herr Raff, wieder hart. Hinten steht Janka. Und da steht Marasek. Hat. Und dann Herr Raff über das Tor. So ähnlich wie Marasek haben hier auch die Rapid-Anhänger reagiert. Barisic. Kurze Walzeinlage von Peter Stöger. Pfeffer. Wieder die Stange. Und jetzt ist der Ball im Tor. Der Torschütze Andreas Ogris. Und da gibt es einen Kuss für die Tochter Natascha. Zwei zu eins für Austria Memphis. Zunächst Pfeffer mit seiner zweiten starken Leistung in diesem Spiel bisher. Die Stange getroffen und den Abpraller verwertet dann Ogris zum 2:1. 3 Sekunden noch. Und da ist die Pausensirene. Die Austria geht mit einem 2:1 Vorsprung in die Kabine. Heiler. Marasek. Belaic. Rachimov. Bakolt. Und jetzt ist der Ball im Tor. 3:1 für die Austria, der Torschütze Peter Bakolt. Es ist ihm ein Lächeln und ein Abklatschen mit den engsten Austria-Fans wert. Rachimov war es, der da geschickt Konsel und Marasek getäuscht hat. Bakolt den Ball ideal serviert hat. Barisic. Ein Tor hat er schon erzielt. Ist er jetzt auf dem Weg zum zweiten Treffer? Nein, Stöger! Diese Freude ist ihm hier versagt geblieben. Völlig frei zum Ball gekommen. Aber direkt in die Hände von Franz Wohlfahrt. Wir sehen es hier noch einmal. Eines Franz Wohlfahrt, der mit Michael Konsel und Otto Konrad sicherlich zu den besten Torhütern des Turniers bisher zählt. Schön gestoppt. Zechner. Die Austria jetzt eher auf dem Rückzug. Kopil, wer verliert schon gerne ein Derby? Janka. Bakolt gegen Janka.
Backholt noch einmal. Zwei Minuten noch. Rapid in der Vorwärtsbewegung. Herauf. Hat. Marasek. Jovanovic, da etwas überhastet geschossen. Die Austria bliebe bei einem Sieg als einzige Mannschaft ohne Punkteverlust in der Gruppe A. Aber noch eine Minute 28 zu spielen. Herauf. Janka, gut gemacht mit der Ferse. Haller. Die letzte Minute. 3:1 für die Austria und daher jubeln die Fans in Violett. Möglichkeit für die Hütteldorfer. Freistoß durch Barisic. Stöger. Da wollte er noch auflegen, statt selbst zu schießen. Ball von Wagner und jetzt gibt es eine 2-Minuten-Strafe für Wagner und auch für Schöpfer. Die beiden Kontrahenten werden für je 2 Minuten vom Parkett geschickt. 2 Strafminuten gegen die Austria und die Nummer 15 Michael Wagner. Das bedeutet in den letzten 32 Sekunden beide Mannschaften nur mit 4 Mann auf dem Platz. Wohlfahrt. Nämlich mit 4 Feldspielern plus Tormann. So, alles Gute im neuen Jahr hat Schöttl da dem Schiedsrichter nicht gewünscht, aber mittlerweile Ogris. Und jetzt feiern die Austria-Fans den Sieg im Derby. 3:1 schlägt Austria Memphis. Rapid